Also wenn ich zwei gleich starke Leinen verbinden möchte, also zwei Leinen mit gleichem Durchmesser, dann benötige ich hier zu den Kreuzknoten. Der Kreuzknoten ist eigentlich ein ganz einfacher Knoten. Ich mache ein Auge, komme mit der zweiten Leine in der Mitte von dem Auge raus, gehe hier unten durch und gehe dann wieder in der Mitte von dem Auge nach außen. Dann nehme ich diese beiden Enden von der Leine und ziehe sie gegeneinander, also ich bekneife sie. Wichtig ist, dass dieses lose Ende der Leinen auf der gleichen Seite ist, ansonsten würde sich der Knoten wieder von alleine lösen.